Hallo bei StuGiTV. Ab kommenden Montag gilt ja in Baden-Württemberg die Maskenpflicht. Das heißt, wenn ihr einkaufen geht oder mit den Öffentlichen unterwegs seid, müsst ihr ab sofort einen Schutz um euren Mund und eure Nase tragen. Dafür eignet sich natürlich am besten ein Mundschutz. Doch wo bekomme ich den gerade in Stuttgart her? Ich mache mich für euch mal auf die Suche. So, ich stehe jetzt hier vor der Supermarktkette. Ob die wohl Masken haben? Ich schaue es mir mal an. So, ich habe mir das ganz mal angeschaut und habe auch mal nachgefragt, habe mal die ganzen Regale mir angeschaut. Ich muss ehrlich sein, die haben nichts. Da gibt es keinen Mundschutz. In der Apotheke, in der ich gerade war, sind tatsächlich alle Masken ausverkauft. Tja, blöd vor allem auch, wenn man gerade wenig Zeit hat und hier sein Glück versucht. Aber ich probiere es mal noch woanders. Yes, perfekt. So, ich habe jetzt hier die zwei Teile ergattert. Einmal hier eine normale und dann auch die FFP2, die man sonst auch auf der Baustelle kennt. Die Apothekerin hat mir auch gleich gezeigt, wie man auch sowas anlegt. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Bevor ich mir die Maske anziehe, habe ich mir natürlich gründlich die Hände gewaschen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und zwar, ganz wichtig, die blaue Seite, die zeigt nämlich nach außen. Die Innenseite sollte man nie anfassen. Und dann gehen wir einfach mal kurz drüber, über die Nase und über den Mund. Das Wichtige ist, hier ist ein Bügel, den kann man an der Nase nachjustieren. Schön festdrücken, ja, dass das Ganze auch eben schön fest ist und dass da auch eben keine Luft dann von den Seiten kommt. Das musst du eben auch schön fest und kompakt halten. So, das Ganze ist jetzt da dran. Jetzt sitzt der Mundschutz. Die Maske sollte dann nach dem Abnehmen gewaschen oder gewechselt werden, im besten Falle bei 60 Grad Wäsche. Und wenn ihr dann fertig seid, dann solltet ihr sie auch dann bitte duftig verpacken, damit auch dann kein Schimmel an der Innenseite entsteht. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Falls ihr keinen Mundschutz habt, dann könnt ihr auch zur Not einen Schal oder ein Tuch tragen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche mit Maskenpflicht und bis zum nächsten Mal dann bei StuGiTV und immer dran denken, Abstand halten. Ciao!